Ich finde, der Leo ist der Mann für Düsseldorf. Er ist ein großartiger Musiker, er ist ein Genie. Die Patrizia haben wir irgendwann mal beim Skifahren getroffen und haben gedacht, hey, wer ist denn die Süße? Das Genie-Dasein ist oft nicht unbedingt positiv, weil er halt einfach auch nicht immer einen Plan hat. Aber ich glaube, sein Herz sagt immer das Richtige. Im Endeffekt hat sie mich sehr berührt und wir haben beide Schicksalsschläge erlitten. Und für mich war sie immer die Richtige für Düsseldorf. Monkera, Monkera, Monstera, Monstera, huh, ein Tempo, du mal ja noch reden, das tut da jeder. Wenn du den Leo beobachtest, so kurz vorm Auftritt, hat er da irgendein interessantes Ritual oder irgendeinen Tick? Du. Musst du sagen. Du. Ich muss immer aufs Klo, wenn ich nervös bin und ja, der Leo, der wird sich eher nur in den Spiegel schauen. Der hat da auf seinem Telefon so eine App, wo sie nochmal die Haare richten kann. Nein, mir ist es komplett egal, wie ich ausschaue. Das ist auch was ganz Neues, weil die Patrizia sagt, mach Leo, du kannst ja nicht so dahergelaufen mit der Jogginghose einfach zu einem Interview kommen. Und ich gesagt, wieso, ist mir doch wurscht. Ich glaube, ich bin so in unserer zwischenmenschlichen Beziehung die Strenge, die ihm einfach immer ein bisschen den Weg zeigt. Er ist nicht nur der Sturschädel, der es besser weiß, sondern er ist ein richtig guter Mensch. Ich denke, es wirkt so, als hätte sie die Hosen an. Aber im Endeffekt, wenn es mir zu viel wird, dann zeige ich einmal Stopp und dann passt's wieder. Mein Job ist es ja, Prognosen zu machen und das mache ich heute Abend ganz gern, weil eins ist klar, aus meiner Sicht ist das die perfekte Paarung. Eine wunderschöne Frau mit toller Stimme, ein Vollblutmusiker, eine Ballade, bei der die Herzen einfach aufgehen. Das Wichtigste ist einfach, dass wir den Auftritt genießen und dann wird einfach kein Auge trocken bleiben oder wird das Herz glühen. Und das ist unser Ziel und ich denke, da können wir nicht verlieren. Die machen heute das Rennen, fahren nach Düsseldorf und werden auch dort vorne dabei sein. Meine Unterstützung habt ihr, meine Daumen sind gedrückt. Danke, 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 danke. Hier sind sie also, die Ex-Spitzensportlerin aus Oberösterreich und der Vollblutmusiker aus der Steiermark. Patrizia Kaiser und Leo Aberer, Startnummer 02. Your lips are lovable, unphotographable, I'm still your man. My eyes burn like fire, feel my desire, my jealousy made me so blind. Better run, 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 run away from you. Keep the memory in your mind, leave the past behind. Better run, 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 run away, I'll start over new. But there will never be another you. Line lost, their course possessed, segellos vom Wind gehetzt. Es gibt kein Zurück, ich werde jetzt gehen. Sterne wie Tränen, vorbei mit unseren Plänen. Nichts wird aus dem Traum die Welt zu umdrehen. Oh. Pass me. Run away, I'll start over new. There will never be another you.
be another. So auf unserer Bühne. Vielleicht soll der Funken auch bis nach Düsseldorf überspringen. Das entscheiden heute Abend Sie zu Hause. Sie entscheiden sich, wer Österreich beim Song Contest vertreten soll. Sind es die beiden Startnummer 02, Patricia Kaiser und Leo Aberer? Was ist los, Patricia? Ich glaube, das ist für Leo und für mich ein sehr emotionaler Song einfach. Wir haben beide eine Geschichte dazu. Und wir sind einfach froh, dass wir da sein. Ja? Also wie auch immer es ausgeht, es ist für uns sehr schön und wichtig. Hast du da gerade komplett die Haare angekokelt? Ja, was man nicht alles tut im Song Contest, oder? Boah, das riecht ja komplett verbrannt. Ja, macht nichts. Aber wir haben es geschafft und ich glaube, es war ganz schön. Und die Zuschauer haben nur das Feuer gesehen, nicht die Haare. Aber die kurzen Haare stehen dir hervorragend. Danke, danke. Und man muss dazu sagen, die Frau ist nie als Sängerin im Vordergrund gestanden und jetzt singt die da live, als hätte sie nie was anderes gemacht. Kompliment. Also das war wirklich bewundernswert. Bist du stolz auf sie? Ich bin sehr stolz auf Sie. Ich habe heute ein bisschen alles verpatzt, aber ich habe vorher schon geweint. Und ich habe heute, meine größte Sorge war, dass ich nicht in die Emotion komme. Jetzt bin ich schon vorher in die Emotion gekommen. Ich habe schon lange nicht mehr mit Tränen da hinten geweint, gesungen. Und weine immer einfach so. Ja, und jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht von mir, aber ich hoffe, dass wir im Finale, wenn wir weiterkommen, dass ich dann noch einmal ohne Tränen mit noch mehr Emotionen das machen kann. Ach, das ist doch total egal. Jetzt wissen die Leute wenigstens, dass es von tief innen kommt und dass der Seele mit dabei ist, Herzblut mit dabei ist und dass der Song euch was bedeutet. Dafür muss man sich nicht entschuldigen. Ich fand es ganz schön. Übrigens tollen Background-Chor, auch bekannt aus den Castingshows dieser Welt, aus Starmania und Helden von Morgen. Und heute waren sie hier alle Helden. Das ist die Startnummer 02, Patricia und Leo. Und die Telefonnummer, falls sie nachher anrufen wollen, 09910. Und dann die 59, 09 und 02 für die beiden sehr mutigen Feuerspucker auf der Bühne. Schön, gell? Diese wunderschöne zärtliche Geste da mit der Rose. Ja? Das ist großartig. Ich bin ein großer Romantiker. Also das, wenn da das Herzl nicht höher schlägt, dann weiß ich nicht. Markus, in 55 Song Contest Jahren haben nur viermal Duette gewonnen. Glaubst du nicht, dass du da auf, sag ich jetzt mal unspannend, die falschen beiden Pferde setzt? Nein, überhaupt nicht. Also wer das jetzt gesehen hat, da kriegt man Gänsehaut. Das funktioniert. Das kann auch in Düsseldorf wirklich funktionieren. Für mich kann es heute nur einen geben und das sind die beiden.